So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir dann heute mal ein paar Blumen pflanzen werden und generell werden wir es jetzt für ein Fazit ziehen über autonome mechanische Energiequelle. Ja, wir ziehen es jetzt mal das Fazit aufgrund unserer Forschungsarbeit rund um den speziellen Ruinenkoloss. Und was haben wir hier? Ah, ja, Hervorquellen der Elemente. Noch 6 Tage möglich. Doppelte Belohnung. Träume von Blüten. Ja, da müssen wir erstmal ein paar andere Sachen noch machen. Aber jetzt erstmal Schatten der Antike. Die Aktion ist beendet. Catherine von der Abenteuergilde scheint Schwierigkeiten. Warte mal, das hatten wir doch schon. Jetzt haben wir doch nur noch das Fazit hier. Fazit. Mit Hosseinis Hilfe hast du diese einzigartige autonome Maschine erfolgreich besiegt. Informiere ihn über die guten Neuigkeiten. Tja, Zeit für das Fazit. Wofür wir allerdings an der komplett falschen Ecke stehen. Denn das Fazit kriegen wir natürlich hier. In Rito. Und wenn wir erstmal das Fazit haben, werden wir dann als nächstes, wie schon gesagt, uns mal mit den Blumen beschäftigen. Reisender, wie ist der Stand der Dinge? Hast du die Posina-Lichtnägel gebraucht? Jo, wir haben das Problem gelöst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben nicht umsonst so lange gearbeitet. Diese Mission ist endlich vorbei. Was diesen speziellen Mechanismus betrifft, so scheint sich sein funktionelles Design sehr von den Ruinenwächtern und Ruinenjägern zu unterscheiden, die man üblicherweise im Feld findet. Und das Gesamtdesign ist ihnen weit überlegen. Es ist jedoch nicht üblich, eine selbstregulierende Vorrichtung mit einem ähnlichen Design zu finden. Und ich vermute, dass es sich um eine Art Versuchsprodukt handelt. Welchen Zweck verfolgten die ursprünglichen Bauer mit der Entwicklung des Systems? Bedeutet dies, dass antike Zivilisationen ihre eigenen Vorrichtungen auf einem höheren Niveau herstellten, als die Wissenschaft derzeit annimmt? Wirklich interessant. Die Demontage dieses Innenbetriebs würde sicherlich zu bahnbrechenden Entdeckungen führen. Reisender, wenn du Zeit hast, kannst du mir das Wrack des außergewöhnlichen Korpus zeigen? Es ist nichts mehr übrig. Was, hast du seinen Körper zerbrochen? Oh Götter, was für eine enorme Verschwendung. Nein, ein kolossaler Irrtum. Ach, ich hätte dich vorwarnen sollen, es ist meine Schuld. Wirklich schade, dass es sich um eine bedeutende Entdeckung auf dem Gebiet der Technikgeschichte antiker Zivilisation handelt und dass nicht einmal eine Probe übrig geblieben ist. Sorry. Oh nein, nein, du verstehst die akademischen Implikationen der Angelegenheit einfach nicht. Deshalb hast du es ja getan. Es ist mein Problem, dass ich um die Bedeutung wusste, dich nicht früher gewarnt habe und die Verantwortung liegt nicht bei dir. Meine Forschungsreise war so turbulent, erstens, weil ich nicht lange auf der Rito bleiben konnte und zweitens, weil ich eine so wichtige akademische Entdeckung umsonst verstreichen ließ. Egal, wir sollten optimistisch sein. Immerhin hat mich das dazu gebracht, die Posina-Lichtnägel zu reparieren und ihre Funktionalität erfolgreich zu überprüfen. Die Schöpfer dieses genialen Instruments, Posina und Ayesha, sind wirklich bemerkenswert und ihre großartigen Erfindungen sollten nicht umsonst ungenutzt aufbewahrt werden. Wenn diese Inazuma-Expedition nicht mehr stattfindet, werde ich das Thema auf Posina-Lichtnägel ändern. Wenn das Posina-Lichtnägel-Projekt von der Akademie ernst genommen wird und meine Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, ich werde auf jeden Fall deinen Namen im Dankesbrief schreiben. Ja, ich wünsche mir, dass ich deinen Bericht lesen kann. Ha, lass uns später darüber reden. Wir hatten dieses Mal eine großartige Zusammenarbeit und ich hoffe, dass auch deine zukünftigen Reisen erfolgreich verlaufen werden. Ja, danke sehr. Das war also jetzt das Endergebnis gewesen. Auftrag abgeschlossen. Na gut, dann will ich mich nicht sehr viel darüber beklagen. Und ja, was haben wir jetzt noch hier? Nichts Besonderes. Warte mal, was war das denn eben mit der Saga? Ah, das war ja immer noch mit Herrn Vergesslich. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt erstmal kurz mal zurück zum Blumengeschäft.
Wir müssen erstmal zurück zu Sakuyas Blumengeschäft. Da müssen wir uns erstmal wieder ein paar neue Blumen besorgen. Und danach, sofern es im Bereich des Möglichen ist, wollen wir dann heute auch ein paar Blumen pflanzen. Mal sehen, wie weit können wir denn heute gehen? Wird es ja auch schon so weit sein? Mal sehen, ich möchte mal versuchen, was im Blumentopf zu züchten. Da haben wir jetzt auch genügend dabei. Tausch bestätigen. Mal sehen, wieder mal Samen der Traumblüten. Okay. Traumblüten anordnen. Da haben wir ja leider noch nichts. Stimmt ja leider. Wir müssen erst einmal die Traumblüten auch wirklich pflanzen. Und ja, dieses Objekt ist erstmal abgelaufen. Also, wo haben wir jetzt erstmal wieder unsere Teekanne? Dort. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots. Tut mir leid, Zhongli. Die Touristenplätze von Liyue können wir ein anderes Mal begutachten. Denn jetzt geht es erstmal wieder zurück in unsere Kanne und hoffen mal, dass wir an die 300 Kannentaler jetzt beisammen haben. Es sind ja schon einige Stunden seit dem letzten Part vergangen. Über 10 Stunden auf alle Fälle. Also, hoffen wir mal auf das Beste jetzt. Wir haben auf das Beste gehofft, aber das beste Ergebnis haben wir anscheinend jetzt so noch nicht gekriegt. Obwohl, das würde eigentlich jetzt schon ausreichen. Das würde jetzt eigentlich wirklich schon ausreichen. Das nötige Material haben wir jetzt. Und was ist hier mit R3? Ach so, die Kameradschaftsstufe hat sie jetzt erhöht. Na gut. Na gut, wo wir das jetzt erstmal erledigt haben, wird es jetzt mal Zeit, Schatzkammer. Wir brauchen erstmal einen üppigen Acker. 300 Münzen. Gut, 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 gut. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Ja, schön zu wissen, aber jetzt haben wir erstmal diesen einen Kannbereich da. Und wo sollten wir jetzt am besten mal die Blumen pflanzen? Vielleicht, wenn es ja geht hier. Okay, so wie es aussieht, müssen wir dann doch erstmal ein paar Sachen entfernen. Aber wie können wir sag hier Dekoration entfernen? Mal sind einsammeln. Gut, da wir die jetzt hier eingesammelt haben, könnten wir dann jetzt doch. Wie kann ich das Limit schon längst erreicht haben? Okay, die Steine wurden jetzt entfernt. Thank you.
Na gut, den Acker haben wir jetzt hier angepflanzt. Wachstumszeit 10 Minuten. Beschleunigen kann man das jetzt doch nicht, oder? Na, wir haben erst noch Zeit. Na, aber was... Aber wenn wir bloß 10 Minuten Zeit haben dafür. Warte mal, Träume von Blüten. Belohnungsübersicht. Ja, damit haben wir jetzt sozusagen ein klitzekleines Anbauproblem hier. But where are those who share the memory? Tja, damit hätten wir jetzt hier ein klitzekleines Anbauproblem hierbei. Wir haben ja sagt bloß einen Acker für gerade mal 4 Blumen. Es dauert insgesamt 10 Minuten. Bis wir einen weiteren Acker beisammen haben. Das ist jetzt so blöd. Was können wir währenddessen machen? Boah. Ich würde mal sagen, während die 10 Minuten laufen... werden wir dann jetzt ganz einfach mal ein paar kleine Nebenaufgaben erledigen. Tja, was haben wir eigentlich hier drüben? Gefährliche Kletteraktion. Na gut. Wir wollen ja immerhin ja nochmal sehen, wie die Blumen am heutigen Tage aussehen. Ob wir dafür allerdings 10 Minuten brauchen... ist allerdings wieder mal ein bisschen fraglich. Aber gut, effektiver wäre es natürlich gewesen, hätten wir jetzt mehrere Blumenfelder. So gesehen ist dieses Mini-Event für uns nicht gerade sehr gut machbar. Bedauerlicherweise, warte mal, wieso ist Raiden Shogun am Lebenspunkt der Limits schon angekommen? Na, sei es drum, wir haben auf jeden Fall vor einiger Zeit schon mal sehr viel Neues gekocht. Da greift mich einfach ein Wildschwein an. Was es nicht alles gibt. So, aber jetzt erstmal sehen. Da drüben ist doch irgendwo eine weitere Mission. Aber habe ich die jetzt nicht angeklickt? Okay, bei Blitz und Donner in der Nähe von Drachengrat sind wir also jetzt mal wieder hier am Start. Doch müssen wir uns jetzt hier bloß darum kümmern, die verdammten Wachtürme down zu kriegen. This is order. Stabilize. Okay, diese Mission ist abgeschlossen. Augen zu und durch kommt als nächstes. Warte mal, was ist das denn hier? Unannehmbare Festung. Okay, dann machen wir das eher. Das Problem eigentlich bei der ganzen Sache ist jetzt, wir kommen, nicht mit den 10 Minuten aus.
Andererseits, wir kommen, er sagt, ziemlich gut ja mit den 10 Minuten aus. Doch wir werden, er sagt, höchstwahrscheinlich vielleicht ein bisschen vor der Zeit fertig werden. Könnte ich es mir jetzt vorstellen. Ja, es kann sein, es kann nicht sein. There is no escape. Gut, die erste Angriffswelle wurde erfolgreich gestoppt. Zweite Angriffswelle erfolgreich. Gestoppt. Order guide you. Stabilize. Yeah. Illusion shattered. Ah, verdammt nochmal. Inazuma shines eternal. Diese Art der Gegner hatte ich ja auch total vergessen, dass sie auch dort oben sich aufhalten. There is no escape. Tja, diese Mission hätten wir dann auch mal abgeschlossen. Als nächstes noch eine Zeitherausforderung, dann noch der lächelnde Yang Xiao. Und dann haben wir, wie es aussieht, wohl doch schon fast die 10 Minuten rum. Das einzige Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, wir kriegen jetzt nicht die nötigen Blumen voll, um jetzt noch ein bisschen Urgestein zu kriegen. Und generell dauert es dann jetzt auch noch eine halbe Ewigkeit, bis es dann überhaupt die Möglichkeit ist, dass wir ein zweites Feld kaufen können. In derlei Hinsicht ist es jetzt ein bisschen schade, ja. Dass wir die Sache mit dem, na, mit der Kannwelt so weit außer Acht gelassen haben. This is order. Crumble. Okay, wir sind in der falschen Richtung gelaufen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Time for retribution. Aber so ist auch die nächste Mission abgeschlossen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was mit Lächeln verboten hier gemeint war. War das der Sack auch schon eine Quest, die wir schon mal hatten? Oder auch nicht? Mal sehen. So, mal sehen, mal sehen, mal sehen. If only you could cleanse the corrupt souls of this world. Lächelnder Yang Xiao, was hast du jetzt? Dieser Kerl frisst mir noch die Haare vom Kopf. Was machst du da? Ich habe gerade für einen gewissen jemand Essen. Er gammelt den ganzen Tag lang herum und hilft kein bisschen im Gasthaus. Jeden Tag geht er fischen oder angelt, aber kommt was Anständiges aus dem Wasser. Wenn ich nicht wäre, würde er neben dem Gasthaus verhungern.
Ach, was soll's, er hört sowieso nicht. Und wenn er mich hört, tut er so, als wüsste er von nichts. Wenn du zu viel Zeit hast, kannst du gerne ein wenig Gemüse besorgen. Ich habe bald nicht mehr genug da. Hm, okay. Ja, sicher doch. Die Zutaten habe ich, glaube ich. Tja, eine meiner leichtesten Übungen. Na gut, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen was liefern. Okay, das geht ja auch sehr schnell. Leider. Bedauerlicherweise ging das jetzt wirklich ziemlich schnell. Wie lange wird es jetzt eigentlich dauern, bis wir vom Blitz getroffen werden? Na gut, hier die Essenslieferung. Oh, was gibt's denn? Das ist von Yan Shao. Naja, ich hab doch gleich gewusst, dass mir dieser Duft bekannt vorkommt. Sein Essen ist klasse. Danke, vergiss nicht, ihm meinen Dank auszurichten. Tja, Mission abgeschlossen. Dann erstmal wieder zurück ins Gasthaus. Tja, und dann in wenigen Augenblicken können wir dann mal unsere ersten Blumen pflücken. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Hast du ihm das Essen gebracht? Jo, er sagt. Ach, hör mir bloß auf, er hat sich ja auch nur wieder Danke gesagt. Mir tun schon die Ohren weh, immer das gleiche all die Jahre. Mal sagt er Danke, mal angelt er, besser wäre es, wenn er ein bisschen im Gasthaus aushelfen würde. Ach, was erzähle ich dir, das hier hast du das jetzt. Kümmer dich wieder um deine eigenen Sorgen. Okay, haben wir auch noch was zu essen gekriegt? Sieht ja jetzt irgendwie nicht danach aus. Schade. Nun denn. Dann jetzt wiederum erstmal zurück zur Abenteurergilde, wo wir dann erstmal noch unsere 20 weiteren Urgesteine kriegen können. Tja, abwarten. Na gut, Catherine, Zeit für die heutige Belohnung. Dann werden wir jetzt auch nochmal kurz unsere Leute, die wir zur Erkundung entsandt haben, auch nochmal zurückholen. Gut, dann können wir jetzt mal kurz mal in unserer Kanne mal schauen, wie denn jetzt die Blumen geworden sind. Ein netter kleiner Zeitvertreib für zwischendurch. Da fällt mir eigentlich auch gerade ein, wir könnten auch noch einen weiteren Kameraden in der Kanne platzieren. Ob sich dadurch eigentlich auch die Anzahl der verdienten Münzen ein bisschen erhöhen würde? Okay, wir haben unser Limit mal wieder erreicht. Das Feld war wohl ein bisschen zu viel. Hä, die Verbindung... War jetzt, er sagt, das Spiel ein bisschen schneller mit dem Verbindungsabbruch als mein Computer selbst? Okay, jetzt scheint er, sagt, wirklich mal kurz
Internet weg zu sein. Na schön, dann warten wir halt mal ein bisschen ab, bis die Verbindung wieder da ist. Ja, und wir dann erstmal die Blumen pflücken können. Bis gleich. So, liebe Leute von heute, da sind wir dann jetzt erstmal wieder hier bei Genshin Impact und wollen dann jetzt erstmal sehen, dass wir unsere Blumen mal pflücken können. Die Internetverbindung ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Also versuchen wir es jetzt noch einmal. Es war okay, er sagt komisch. In letzter Zeit kommt es... Okay, jetzt muss ich wieder mal kurz mal... Okay, ich stoppe, er sagt jetzt an der Stelle nicht, weil die Telefonnummer kenne ich überhaupt nicht, die mich hier anruft. Ist aber nun wirklich ziemlich hartnäckig. Sagt mir überhaupt nichts. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt auch wirklich uninteressant. Interessant ist jetzt natürlich, dass wir jetzt unsere abendrote Seidenschote und unsere mittaghelle Seidenschote jetzt haben. Also haben wir jetzt alles hier fertig? Ja, wir haben jetzt alles hier fertig. Aber trotzdem, wir haben gerade mal zwei Blumen jetzt, er sagt, hier pflanzen können, pflücken können. Wo sind jetzt überhaupt die Pflanzen? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Tja, gute Frage. Wo sind jetzt eigentlich unsere Blumen hier abgeblieben, die wir jetzt gepflückt haben? Ah, hier sind sie. Herbststernhibiskus. Violetter Seidensternhibiskus. Hätte jetzt gedacht, wir könnten das Ganze ein bisschen vergrößern. Aber wie es aussieht, denn nicht. Tja, damit haben wir dann schon mal ein paar Blumen, ja... gepflückt, gepflanzt, gezüchtet. Allerdings, um hier, sag, irgendwelche Belohnung zu kriegen, dauert es noch eine halbe Ewigkeit. Also, was kann ich da jetzt erstmal so sagen? Das war dann erstmal mit einem kurzen Verbindungsabbruch der heutige Part von Genshin Impact. Wobei es mich jetzt ein bisschen verwunderte, dass da ein Gabel, also ein Messer- und Gabelsymbol da eben war. Naja, sei es drum. Messer und Gabel hin und her. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal so sagen, dass wir damit dann auch schon mal ein paar Blumen gesehen haben. Allerdings ist es nun wirklich auch ein bisschen eigenartig, dass jetzt ausgerechnet auch mal wieder das Internet kurzzeitig weg war. Nun denn, wie dem auch sei. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Bis dann und ciao.